Hier ist er, unseren Ian Pelzer! Ich bin ganz durcheinander jetzt. Die Fasnacht ist das Jahr so frei. Dann ist auch noch Schaltjahr, ist auch noch alles ein Tag später. Normal habe ich immer dienstags Geburtstag, das Jahr mittwochs. Der Aschermittwoch fällt das Jahr auf den Donnerstag. Vom Karfreitag wollen wir gar nicht retten. Alles wird im Schaltjahr, weil die Fasnacht so früh ist. Der heilige Abend fällt deswegen auf den Freitag. Hoffentlich ist es kein 13. Alles da schon noch nicht einfach. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt da bin. Ich bin froh, dass ich da bin. Ich bin ja gestern Mittag erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ja. Ja, war ich im Krankenhaus. Oh, wow, 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 wow. Ich war im Krankenhaus gewesen. Noch die letzte Bohnenbeitelsitzung. Ich horm in die Garage, Endfahrt, Endgebo. Und volle Kanne ans Garagentor. Ja. Oh, wow, 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 wow. Da kann man nur vom Glück sprechen, dass ich das Auto nicht dabei hat. Ist noch gefällt. Ja, da war ich im Krankenhaus. War ich im Krankenhaus in der Nacht. Da hat mich der Doktor untersucht, sagte, ich kann nichts finden. Es muss am Alkohol leiden. Habe ich gesagt, aller Herr Doktor, dann komme ich halt, wann Sie wieder nicht denn sind. Was das schon war, die Woche, ich war schon vor Gericht und alles. Ich war schon vor Gericht, dessen weh. Der Richter, der hat so feststellig geschielt, so. So, da kennen Sie den Richter, oder? Der hat so feststellig geschielt, also was habe ich noch nicht gesehen. Also er wahrscheinlich auch nicht, aber. Wir waren drei Angeklagte. Da hat er den ersten gefragt, wie heißen Sie? Hat der zweite gesagt, Karl Müller. Da hat er den Kopf rumgedreht und hat gesagt, ich habe sie gar nicht gefroren. Dann hat der Dritte gesagt, ich habe ja gar nichts gesagt. So war das gewesen. Dann bin ich an die Reihe gekommen. Dann bin ich dran gekommen, habe gesagt, Herr Richter, ich gebe es zu, es ist genau so, wie es im Polizeibericht steht. Es stimmt, ich gebe es zu. Ich habe nachts um 2:30 auf der Umgehungsstraße gekniet. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich was getrunken habe. Dann sagt er, ja, richtig, Herr Kohrmann, aber wie erklären Sie mir dann, dass Sie versucht haben, den Mittelstreifen aufzurollen? Das war aber auch. Ja. Letztes Jahr ist mir schon mal so was Ähnliches passiert. No, die Bohnenbeitelsitzung da. Also das war so eine Sitzung, da hatte ich mich mal ausnahmsweise gut mit dem Herrn Präsident verstanden. Wir hatten auch nicht jetzt so wenig. Also es war eigentlich eher zu viel. Und da sind wir zusammen heimgelaufen. Er hat gesagt, ich kenne mit dem Heim, also nicht bis in die Pfalz jetzt. Ne? Er hat gesagt, ich kenne in Mombach übernachten, aber auch nur eine Nacht. Und unterwegs waren wir versehentlich auf die Eisenbahngleise gekommen. Macht er wieder Fratze hinter mir, oder? Da habe ich unterwegs und ich zum gesagt,
Herr Heinz, die Treppe, die hält doch gar nicht mehr auf. Und da sagt er zu mir, Ramon, das ging ja noch, aber das Geländer ist so tief. Ich wollte Ihnen jetzt auch mal da meine Fanpost vorlesen. Ich habe also auf meiner Heimseite, also auf meiner Internetseite www.kormann.de, habe ich jetzt eine Zuschrift gekriegt. Die wollte ich Ihnen mal vorlesen. Haben Sie mal Zeit jetzt, oder? Ja? Ja, ich lese Ihnen jetzt mal vor. Sehr schönen Brief habe ich geschrieben. Ne? Sehr geehrter Herr Kormann, habe ich Sie live gesehen. Sie sind gar nicht so dick wie im Fernsehen. Ja, das liegt an dem 16:9 Format. Ich kann doch nichts dazu. Und dann im Moment, wunderbarer Vortrag. Na, ich kann nicht alles lesen. Aber jetzt kommt und Sie sagen, Sie wären aus Bischheim. Ich habe Sie in Bischofsheim noch nie gesehen. Ja, natürlich, ich bin ja auch aus Bischheim. Wissen Sie, wo das ist? Ah ja, in der Pfalz. Jetzt muss ich Ihnen mal ein bisschen plasmatisch darstellen. Jetzt. Steig du mal auf, du wärst jetzt ein Lauterer. Ne? Du bist Lauterer. Also er ist jetzt lauter, ja? Jetzt steig du mal auf, du wärst jetzt Mainz. Mainz, ne? Er ist Mainz und er ist lauter. Ja. Herr Präsident, wenn Sie mal aufsteigen, dann ist der Herr Präsident Bischheim. Bischheim bei Kirchheim-Bolanden. Ich muss sagen, Bischheim ist bei weitem nicht so umfangreich wie der. Kennst du wieder sitzen. Ja. Und wir wollen ja auch jetzt in Bischheim so ein bisschen auch den Terrorismus fördern. Also haben wir extra ein bisschen Terrorismusförderung, dass auch wieder die Terroristen mal kommen. Also gucken und so. Ne? Haben wir jetzt auch wieder einen Nachtwächter eingestellt. Von der Gemeinde aus. Und das Problem war, es hat sich nur eine Person beworben und der war schon, also der Mann war schon über 80. Und da ist er das erste Mal durch die Gasse, ich darf gerade mal hören, ja, ist er das erste Mal durch die Gasse gezogen und hat so gerufen, hallo, lass das sagen, was soll das sagen? Und da hat der Bürgermeister zum Fenster rausgeguckt und hat gesagt, sagen Sie mal, wir haben Sie doch jetzt erst eingestellt und er hat halt kein Gebiss, ne? Da haben die dem auf Kosten von der Gemeinde, haben sie ihm noch ein Gebiss machen lassen. Und 4 Wochen später ist er wieder durch die Gasse gezogen, so. Hallo, hat das Sanio uns geschlagen? Da hat der Bürgermeister gerade wieder aus dem Fenster rausgeguckt und hat sich jetzt auch ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, sagen Sie mal, wir haben Ihnen doch extra für so viel Geld noch ein Gebiss machen lassen. Sagt er, ja. Aber der Herr Doktor hat gesagt, über Nacht soll ich ins Wasserglas nehmen. Sind ja gut drauf, oder? Ja! Ja, sind ja gut drauf? Ja! Ja, ich auch. Herr Präsident, habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich mir auch jetzt ein neues Haustier
zu Lee. Sie wissen doch noch gar nicht, was kommt jetzt. Ich war also die Woche in so einer Zoo. Also mit 3 O. Zoo. Also so eine Tierhandlung. Da haben die da Babbegei gehabt. Und ich denke, ach, kannst du ja gerade mal Babbegei. Ja? Jetzt waren die ja aber verdammt teuer. Da war einer, das war so ein Rode, so wie Sie etwa. Jetzt. Der hat ja 1000 Euro gekostet. Und ich denke, und den Zoo. Also den Mann habe ich schon mal gefragt, was kann denn der Babbegei, wenn der so teuer ist? Und da hat er zu mir gesagt, ja, das ist ein ganz besonderer Babbegei, der kann fließend Deutsch sprechen und falls sie sich beim Vorsagen hier irgendwie versprechen, dann tut er das beim Nachsprechen gleich korrigiere. Ich denke, oh. Oh, oh, oh. Und nebendran hat einer gehockt, der war so ein Blauer, also so wie Sie etwa. Ne? Ja. So. Und der hat aber 2500 Euro gekostet. 2000. Oh, 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 oh. Und ich gedenkt, oh. Und ich sage, sagen Sie mal, was kann dann der eigentlich? Sagt er, ja, der kann Deutsch, Französisch, Englisch fließend. Und er kann noch im Zahlenraum bis 10.000 perfekt rechnen. Ich denke, oh. Und dann hat hinten im Eck hat noch einer gehockt, Herr Präsident, der war so ein bisschen kariert. Und der hat ohne Preisschild da drauf gestanden 8.750 Euro. Oh. Und ich gedenkt, oh, 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 oh. Was ist denn jetzt mit dem los, do? So teuer, do? Ne? Geht's, oder? Da hockt's Rote Kreuz, ah. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, was kann dann der eigentlich, wenn der so da ist? Und sagt er, also der Babbegei, der kann eigentlich gar nichts, aber die anderen sagen all Herr Präsident zum. Da sagt man, oh, wo, 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 wo. Ja, wissen Sie, was bei uns in Bischum die Woche schon los war? Also, Sie wissen ja jetzt, wo Bischum ist. Nicht Bischofsheim. Bischum bei Kirchheim. Nehmen Sie das für den Moment. Es Schlappmauls Elvira hat seinen Mann auf die Straße gesetzt. Mit lautem Terrain. Oben, Schlafstube, Fenster, auf, alles und ausgefeuert. Ohne Mats Menschenauflauf in der Straße. Das Zucht heißt das Annemarie. Und sein Friedhofswetter, der Wilhelm fescht mich nicht. Es Dummbeitels Heinz war dabei. Alle sind zusammengelaufen. Und sie hockt oben hinterm Fenster und kreischt: Ich weiß genau, dass du mich betrügst. Ich weiß mit wem und was wo und was sogar wann. Ich weiß nur nicht mit was.
Also der Streit hat morgens beim Zeitungslesen angefangen. Das macht man ja auch nicht. Zeitung lesen. Riecht man sich nur auf. Eine Schlappmaus Elvira hat so Statistik gelesen und hat sie nicht so richtig erklären gekannt. Und dann hat sie zum Karl-Heinz, also ihr Mann, hat sie zum Karl-Heinz gesagt, Karl-Heinz, weißt du eigentlich, dass bei jedem Atemzug, wo ich mache, jemand stirbt? Und da hat er nur gesagt, ich habe dir schon längst gesagt, du sollst schon mal Mundwasser nehmen. Und da war es passiert. Aber der Karl-Heinz hat schon vor längerem zu mir gesagt, also es heißt ja, dass der Karl-Heinz fremd geht. Karl-Heinz hat schon vor längerem zu mir gesagt, Ramon, die Belastungen in einer Ehe sind so groß, das kannst du mit einer Frau alleine gar nicht ertragen. Da habe ich gesagt, Karl-Heinz, hast du auch mal zwischenzeitlich in der Ehezeit, hast du da auch mal an Trennung gedacht oder an Scheidung? Und sagt er, nee, immer nur an Mord. Sanilisha. Wie er fremdgegangen war, er ist dann noch, doch noch so ehrlich wie Haut und da wollte er beichten gehen. Da war er beim Pfarrer. Er hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe Ehebruch begangen. Da hat der Pfarrer gesagt, ja, wie oft? Und er hat gesagt, Herr Pfarrer, ich wollte beichten und nicht angeben. Also. Aber bei denen hat es noch nie gestimmt. Bei denen hat es noch nie gestimmt. Von Anfang an, wie das zweite Kind auf die Welt kommt, ist, hat der Doktor Schlappmals Elvira gefroht. Sie sind sich wirklich nicht sicher, von wem das zweite Kind jetzt ist. Und hat sie gesagt, also Herr Doktor, gut, verdorben war ich schon immer, aber neugierig noch nie. So war das bei denen. Ist schwer natürlich. Und wie sie allein war, gerade jetzt ein paar da, und da hat sie ja direkt, nur drei da, hat sie ja ein Bild geschickt an den Club der einsamen Junggesellen. Da war am nächsten Tag eine Antwort zurückgekommen, so einsam sind wir jetzt auch wieder nicht. Das ist natürlich auch. Und im Schlappmaus Elvira, sein Bruder, ist ja das Waldfuchse Heine. Und der hat ja Tierarzt gelernt. Also gelernt hat er eigentlich nichts. Das erzählt er ja immer in der Wirtschaft. Ja, gelernt hat er nichts für die Prüfung. Er hat sich auf ein Thema vorbereitet, das waren die Wämme. Ja. Und da hat der Prüfer gefragt, das war so ein hochdekorierter Professor. Hat er gesagt, sagen Sie mir mal bitte was über die Schlange. Sagt er, ja, die Schlange, die wohnen in der Wüste, die sehen im Prinzip aus wie ein Wurm. Also es gibt drei Sorten Wämmer. Es gibt Rehwämmer, Mehlwämmer und Bandwämmer. Und da hat der Prüfer gefragt, ja, sagen Sie mir mal bitte was über die Elefante. Sagt er, Elefante, die wohnen ja in Afrika. Die haben vorne so einen Rüssel, der sieht aus wie ein Wurm. Es gibt drei Sorten Wämmer, also Rehwämmer, Mehlwämmer und Bandwämmer. Und da hat der Prüfer schon gedacht, also den kriege ich jetzt. Und er hat gesagt, so, und jetzt sagen Sie mir bitte noch was über die Eisbären. Und da hat er überlegt und gesagt, oh, die Eisbären, das ist natürlich schwer. Sei ich denn da jetzt? Und auf einmal hat er gesagt, also, die Eisbären, die sind ja ganz weiß und haben ein dickes, weiches, zotteliges Fell. Weil die wohnen am Pol. Und am Pol ist es verdammt kalt. Bei uns ist es ja viel wärmer. Also es gibt drei Sorte wärmer. Und dann war die Woche noch eins erzähle ich euch.
Sind er noch gut drauf? Ja, ich auch. Wie sieht denn der Präsident hinter mir aus? Zuchthäusler ist Annemarie, sein Mann, ist die Woche von der Arbeit heimgekommen und war fix und fertig. Fix und fertig. So ist er heimgekommen, so. Also ohne Krawatte jetzt. Weil der schafft ja auf dem Bau, der ist Maurer. Ist er so heimgekommen, so. Da hat Zuchthäusler ist Annemarie gesagt, um Gottes Willen, was ist dann mit der los? Da sagt er, oh, wir hatten ja heute so viel Arbeit auf dem Bau. Die zwei Gesellen waren krank und der Lehrbuch war in der Berufsschule. Schon müssen alles allein machen, schon den ganzen Tag gemauert. Und dann haben sie mir hin, haben sie mir ein Sandsieb an den Gürtel gebunden. Und ich beim Mauern und ich müsse noch das Sandsieb. Den ganzen Tag von der Maure hin. Sind ja so kaputt. Da hat Zuchthäusler das Annemarie gesagt. Da bin ich schon nur froh, dass ich dir heute Morgen dein langes Hemd angelegt habe. Wann die dein Hammer gesehen haben, hast du keine Ahnung, Starkloppe. Ja, 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 ich weiß, die Fasnacht, ja, 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 ich weiß, ja, ja. Ich weiß, die Fasnacht muss sauber bleiben. Aber Herr Präsident, ich möchte mal betonen, diese Geschichte war nicht unterhalb der Gürtellinie, weil der war ja mit Maurer schon so hoch. Bitten, Herr Abend, zu bedanken mit einem Reifer kräftig, Stadler.